Jahr 1964. Ford hatte seinen Mustang bereits auf den Markt gebracht und der verkaufte sich blendend. Bei Chevrolet hat man das als Ansporn gesehen und brachte gerade mal 2 Jahre später, nämlich 1966, den Camaro auf den Markt. Der hat es sogar 2007 auf die Leinwände der Kinos weltweit geschafft. Und sorry Michael Bay, aber nach dem 4. Transformers-Teil hätte auch ruhig mal Schluss sein können. Warum zum Henker braucht man in einem Chevrolet Camaro mit V8 Motor 24 einstellbare Farben hier in den LED-Leisten? Das frage ich mich gerade wirklich. Andererseits muss man natürlich ganz ehrlich sagen, die Naturheilkunde-Freunde, die auf Lichttherapie stehen, die würde das sicherlich freuen. Ich muss wirklich sagen, für ein voll ausgestattetes Auto, 52.550 Euro, was nämlich unser Test Camaro ja kostet, geht der Innenraum wirklich von der Verarbeitung in Ordnung. Bis auf die A-Säulen, die sehen nicht ganz so wertig aus. Da hätten die Amerikaner ruhig noch hier so eine Stoffbahn mit rüberziehen können und dann wäre das ein schön stimmiges Gesamtbild geworden. Ich finde auch persönlich das Innenraumgefühl hier im Camaro echt ulkig, so würde ich es mal beschreiben. Das hängt folgendermaßen zusammen. Die Dachfront ist wirklich ganz schön weit nach unten gerückt und man hat das Gefühl, wenn man hier drinnen sitzt im Camaro, also genauso der Beifahrer, dass man eher in einem Supersportwagen sitzt, weil die Dachfront einfach so flach ist. Das erinnert eher so an Lamborghini Huracan oder ähnliche Derivate. Die Sitze, die sind richtig gut. Wir haben hier die aufpreispflichtigen Recaro Schalensitze. Die sind grandios, muss ich wirklich sagen. Nicht ganz so hart aufgepolstert. Super geilen Seitenhalt. Sind im Übrigen auch elektrisch verstellbar. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt für Leute über 1,90 Meter, gerade die eine lange Rückenpartie haben, so wie ich zum Beispiel. Super angenehmer Sportsitz. Ich habe auch mit den Beinen hier in dem Auto genug Platz. Gut, beim Einsteigen muss ich so ein bisschen erst das rechte Bein rein und dann das linke. Aber daran gewöhnt man sich und das ist jetzt nicht wirklich umständlich oder lästig. Das Lenkrad. Schönes Lenkrad. Auch wie bei der Corvette finde ich den Pralltopf irgendwie ein bisschen komisch. Aber schön aufgepolstert, schönes Material, lässt sich schön anfassen. Was der Camaro auch mit dem 2018er bzw. 2017er Modell hier an Bord hat, ist induktives Laden für eure Smartphones, was jetzt auch das neue iPhone X kann. Oh, hat eine ganz schöne Weile gedauert. Und wir haben hier LTE 4G Hotspot und Opel OnStar. Chevrolet gehörte ja mal zu Opel, die Zeiten sind jetzt vorbei. Bin ich mal gespannt, wie lange das System hier noch im Camaro existieren wird oder ob es vielleicht ein Nachfolgersystem geben wird. Vielleicht haben ja Bohrung und Hub noch etwas mit dem alten 6,2 Liter V8 zu tun, aber um unseren Camaro werkelt ein feiner V8 mit Direkteinspritzung und variabler Ventilsteuerung. Damit kommt er auf 453 PS und 617 Newtonmeter. Im Übrigen werkelt dieser V8 auch in der Corvette. Wer schon Let's Drive länger etwas verfolgt, der weiß, dass ich ein großes Herz für großvolumige Saugmotoren habe. Oder generell Saugmotoren. Das ist immer noch was Besonderes, gerade in der heutigen Zeit von Downsizing, kleinen 3 Zylindern, 1 Liter, 900 Kubikmotoren und so weiter. Hier haben wir einen 6,2 Liter V8 Small Block, immerhin muss man sagen. Und wie soll ich den Motor beschreiben? Er ist exklusiv. Es ist... Dafür, dass es kein Turbomotor ist. Okay, wir haben hier 600 Newtonmeter, was ja immer auf die Kurbelwelle gestemmt wird. Und man nur so ein bisschen am Gas zupft in der Stadt zum Beispiel, das ist man sofort irgendwie auf 60, wenn man hochschaltet. Das ist nicht so. Ich denke dran und zack, bin ich 50, 60, 70. Und dann schnell wieder zusammenreißen. Er ist aber so explosiv und so rau, so, aber auch so ehrlich, da kommt ein jeder V10-Motor in einem Audi R8 schon wie eine feindosierbare Nähmaschine vor. Das Ding ist wirklich... verdammt explosiv. Und der Klang dazu. Ah, das ist sowas Feines. Das muss man einfach genießen.
Hier im Camaro V8 haben wir vier Fahrmodi zur Auswahl. Da haben wir einmal Tour, Sport, Race und Eis und Schnee. Bei Eis und Schnee habe ich so das Gefühl, ist die Elektronik hier so ein bisschen überfordert. Ich habe das Ganze mal bei Nässe ausprobiert, wo es geregnet hat. Und er hat so brutal jedes Mal eingeregelt. Das war nur so ein leichtes Anfahren und man wollte einfach so ein bisschen von der Ampel weg. Wir können das ja gerade mal ausprobieren. Wir haben ein bisschen nasse Straßenverhältnisse. Einmal hier anhalten, da kommt nichts. Und das ist schon, leuchtet die Lampe. Der Motor fällt mit so einer Vehemenz über die Hinterachse her und vor allen Dingen total ungefedert, dass das ESP hier die ganze Zeit nur Disco macht. So, mehr passiert dann eben nicht. Also, da muss man wirklich immer mit einem etwas sensiblen Gasfuß an die ganze Sache hier herangehen. So, genug jetzt mit Schnee- und Eismodus. Wir wollen jetzt mal hören, was denn so die Dual-Sport-Auspuffanlage im Sportmodus für ein Klangfeuer hier abgibt. Denn das ist phänomenal. 3000, 4000, oh, nächste Welle. Oh, die Sache ist nämlich die Auspuffanlage hat nämlich elektronische Klappen. Und manchmal weiß man nicht so richtig, wie die reagiert. Chevrolet selber schreibt, dass sie beim ruhigen Fahren, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier, vierter Gang, dass sie dann die Klappen sozusagen zumacht, damit es ruhig ist. Wenn ich dann beschleunige, ist sie erst zu, also wirklich unter Volllast beschleunige und dann so ab 3.500, 4.000, dann macht sie auf und dann geht erst das Klangfeuerwerk so richtig los. Ich würde mir ja ganz ehrlich wünschen, dass sie beim Beschleunigen manchmal so ein bisschen eher aufmacht, um einfach diesen monströsen Klang, diesen großvolumigen Saugmodus hier einfach noch ein bisschen im unteren Drehzahlband vor allen Dingen lauschen zu können. Im Übrigen, falls ihr euch gefragt habt, warum wir hier an unserem Camaro, obwohl wir ein Handschaltgetriebe haben, Schaltwippen haben. Nee, das sind keine Schaltwippen, das sind einfach nur in dem Fall hier umfunktionierte Taster, mit denen wir das Active Reef Match aktivieren können. Das heißt, beim Runterschalten macht er das einfach automatisch ein, wenn man zu blöd ist, Hacke Spitze zu fahren, wie ich zum Beispiel. Wahrscheinlich, weil man einfach zu lange Beine hat oder zu große Füße. Zur Lenkung selber an sich. Wir haben ja auch eine Progressivlenkung. Die ist halt ein bisschen, ja, ich kann das Fahrzeug vorne schön auf der Vorderachse dirigieren. Das funktioniert hervorragend, wirklich ohne Tadel. Aber so ein bisschen das Feedback, wie bei anderen auch, ich weiß, ich wiederhole mich da, das ist ein bisschen wenig. Das fühlt sich an, wie wenn ihr in einen Big Bag reinbeißt. Das ist genauso schön teigig und flauschig. Das Getriebe, beziehungsweise vom Feeling, wunderschön. Oder wie es die Amis sagen würde, very well. Die Gassen, schön definiert. Man hat auch so ein richtig schönes, echtes mechanisches Gefühl beim Schalten, dass es nicht irgendwie, dass man so meint, da ist jetzt künstlich irgendwas dahinter, weil man wirklich das Getriebe hier von der Bauform drunter hat, richtig direkt mit einem Gestänge angekoppelt und dadurch hat man dann eben hier so ein wunderbares, schönes Schaltgefühl bei einem Auto. So, Fahrwerk. Ja, was soll ich sagen? Das Fahrwerk, man merkt, dass das Auto viel wahrscheinlich auf ellenlangen geraden Highways bewegt werden. Das Fahrwerk ist selbst, wir haben ein verstellbares Fahrwerk, dass das selbst in Tourmodus, was ja sozusagen der Komfortmodus hier bei den Amis ist, sehr immer noch weich ist. Aber selbst im Sportmodus, was wir jetzt hier haben, wenn man jetzt mal so eine Kurve geht, ist es immer noch, es ist nicht hart gefedert. Man kriegt Feedback aus der Straße, aber zeitversetzt. Es ist nicht so, dass es so direkt ankommt und super hyper agil ist, sondern es ist immer so ein bisschen, ganz kleines bisschen zeitversetzt. Bei der Hinterachse muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich demonstriere das gleich mal, nämlich in der Straße, wo man jetzt mal abbiegen, dass es nicht gleich auskeilt. Das merkt man aber eben auch ein bisschen zeitversetzt. Also zumindest wenn man schnell und unter Last, also Gaspedal angelegt, unter Kurven fährt, sollte man immer ein bisschen hellwach sein, weil es jederzeit mal sein kann, zumindest wenn man das ESP aus hat, sollte man immer ein bisschen aufmerksam sein. Sonst kann das mal ganz schnell passieren, dass euch das Heck überholt. Ja, was soll ich zum Camaro sagen? Ich würde ihn folgendermaßen beschreiben. Er ist so ein Kumpeltyp, aber er ist auch so ein bisschen rauer Kumpeltyp. Aber du versöhnst dich immer wieder mit ihm. Selbst wenn das Heck mal kommt und du ihn wieder eingefangen hast, der Camaro wäre ein Typ, auch wenn du ihm vielleicht erstmal sauer bist. Du gehst danach erstmal mit ihm ein Bierchen trinken und freust dich auf die nächsten Abenteuer, die ihr zusammen erleben werdet. Über den Benzinverbrauch, das spreche ich hier nicht an. Das ist sinnlos bei dem Auto. Wer sich so ein Auto kauft, der will das auch
Und da haben wir hier alles drin, weil sie 6,2 Liter Hubraum, die wollen halt irgendwie gefüllt werden. Und Kraft kommt nun mal von Kraftstoff. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Markus.